Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen League of Legends Ranked Gameplay. Akali hat gerade meinen Jungle gewardet und jetzt habe ich ein großes Problem. Und zwar einerseits verrecke ich hier gerade beinahe am Red Buff und andererseits weiß der jetzt haargenau, wann ich hier vorbeilaufe. Und das heißt, er kann in Ruhe meinen Botside Jungle machen, ohne dass ihn auch nur irgendjemand davon abhält. Mein Blue Buff wurde nicht gewardet, also... Ja, klassisches Bronze-Game halt. Also ich check's einfach nicht, man. Es ist halt solche Standardsachen einfach und die Leute machen es einfach nicht. Also am Anfang benutzen die meisten Leute ihren Ward eh nicht. Das ist halt das, was am meisten triggert daran. Jetzt schon First Blood. GG. Wissen auch haargenau, wo ich gerade bin. Sehen mich quasi jetzt in diesem Augenblick alle Gegner. Komisch, dass das eigene Team sowas nie macht. Solche Next Level Plays. Mal gucken, er könnte sie auch campen, theoretisch. Okay, ich wurde nicht invaded. Immerhin mal eine Bright Side. Aber... First Blood in so kurzer Zeit tut natürlich auch schon richtig weh. Was aber noch mehr weh tut, ist, dass Yasuo nur 4 Farm mehr hat. Aber der ist jetzt zum Glück nicht in meinem Team. Aber das Gegnerteam ist geisteskrank, das habe ich noch gar nicht gesagt. Akali Toplane, Lee Sin Jungle, Samira Bot und Lee Sin, Yasuo Midlane. Also auf jeder Position quasi ein Hyper-Carry-Champion, der easy 1v5 packen kann. Bei Bedarf. Also echt nicht schön. Unsere einzige Hoffnung ist, dass einer von denen einfach ultra bad ist. Hoffentlich der so. Schade. Aber nice. Richtig nice. Scheiße. Ich bin so bad. Das lohnt sich jetzt nicht mehr. Alright. Ich habe tatsächlich keinen Assist bekommen, aber I don't care. As long as we get 2 kills, I'm happy with that. Die Sinn hat auch keine Krabbe gemacht, nur 20 Farm. Passt. Ornn hat mehr Farm als Akali, ist auch geil. Die meisten Leute können ja nicht farmen, wenn sie in der Lane zurückgepusht werden. Nice, noch ein... Was? Wie hat er das geschafft? 1v1? What? Okay, baby, let's go. Das darf ruhig so weitergehen. Oh, Midlane. Komm schon, einfach eingreifen. Oh, no. Ey, wieso habe ich meinen mein E-Reset nicht bekommen? What? What did I do? Dieser 22 Sekunden Cooldown, das ist jetzt so ein Witz auf der Fähigkeit. 22 Sekunden, Mann, what the fuck? Ich check's nicht, ich hab doch meine Kuh getroffen, oder nicht? Also, offensichtlich nicht, aber... Komisch. Oder habe ich zweimal benutzt? Bin ich zweimal gejumpt? Vielleicht bin ich auch zweimal gejumpt, ich kann mich noch nicht mehr dran erinnern. Ja. Nee, ich bin mir 1000% sicher, dass man die Kugel getroffen hat. Nee, ich bin safe zweimal gejumpt dann. Aber trotzdem, der Cooldown ist ein Witz, Alter. 22 Sekunden. Das ist halt geisteskrank.
Für Solo Drake leider noch ein bisschen zu schwach. Dass der Fresh die ganzen Kills bekommst, so nicht so gut. Aber besser er als die Gegner. Ja, das war jetzt auch dämlich zu smiten, wenn ich hier noch eh noch warten muss. Oh. Oh no. Damn. Mist. What am I doing, man? Ich hasse es am Anfang, so langsam zu sein. No. No. Are you kidding me? Was ist mit unserer Botlane los? Oh man. War ich immer noch nicht back. Drake wäre schon nicht schlecht, wenn wir den kriegen. Ich hasse es, wenn schlechte Laner die Camps klauen. Und auch nicht mal danach fragen, sondern es einfach machen. Oh, ich habe 2000 Gold, okay. Ja gut, damit kann ich easy... Oh oh! Aber dann erst recht Drake. Drake, ich bin so langsam! Alter, ich bin so langsam. Oh man. Ich krieche dann mal Richtung Drake. Bis ich beim Drake bin, ist der die Sinn halt zweimal back und auch beim Drake. Aber Toplane ist auch tatsächlich dort. Das ist richtig gut. Schlecht ist natürlich, dass der Jayce am Dauerfeeden ist. Nicht in diesem Ton, Fräulein Ohren. Oh oh. Er killt Jayce halt 10 Mal und hat immer noch Ignite. Are you kidding me? Ohne das Ignite hat er mich nicht gekillt. Na, das war jetzt nicht so gut. Aber effektiv hat er das, nur das Gold von 2 Kills, weil der hat quasi 2-1, hat er Jayce gekillt, ist nicht Bär gegangen, hat er mich gekillt, 4-1. Das heißt, effektiv habe ich gegen einen 2-1 Yasuo gekämpft, der auch nur ein Level über mir war. Oh, ist Ezreal jetzt AFK oder was?
Ich hasse diese Elo so sehr, ja. Wieso ist der jetzt AFK? What the fuck einfach? Kommt da wieder her. Aber es reicht jetzt schon. In der Zeit, wo er 10 bis 20 Minions nicht killt und auch nicht die Erfahrung von denen bekommt, kriegt er die gegnerische oder kriegen ja die Gegner in der Zeit die Erfahrung. Das ist halt auch schon wieder Comeback-Potenzial. Macht einfach Solo Herald, ey. So ein Disrespect. Mist. No, jetzt echt umsonst geflasht. Was für ein Joker. Ich habe halt legit gesmited, aber es hat nicht funktioniert, weil er da schon tot war anscheinend. I don't know. Moment, wer hat jetzt eigentlich den Herald gekriegt? Ah, Ornn. Leider kann ich mir noch nicht meinen Gürtel kaufen. Oh, aber ich kann meine Boots kaufen. That's something. Ah, ein bisschen Pink Ward hätte ich auch noch. Egal. Oh. Ich bin so dumm, Alter. Aber erstens mal, wo, wie zu. Oh ne, er kriegt den nicht wegen dem Schild. Ach, warum campt der immer da, wo ich bin, Alter? Ich hasse ja so sehr. So ein Drecks-Champion. Mir der S-Reel auch einfach null geholfen hat. Ich meine, ich weiß, er hat die Samira nebenbei gekillt. Ich hasse sowas. Wenn du direkt neben dem Teammate stirbst und der eigentlich einfach nur zwei Auto-Attacks machen müsste und du hättest easy den Fight gewonnen. Und dann macht er quasi einfach gar nichts. Ich weiß, das ist jetzt in dem Fall egal, aber ich meine, Yasuo zu killen hätte uns eigentlich mehr gebracht als Samira. Ich meine, gut, er ist trotzdem gekillt worden, aber so hat er halt auch noch ein. Er hat sogar ein Bonus-Bounty für mich bekommen. What? So ein Drecksgame. Alter, ich stehe 3-2. Ey, das Game ist so schlecht teilweise. Ich weiß, es bezieht auch Farm und Level und so ein, aber es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Schnauze Trash. Direkt muten. Ist auf meinen Charakter gegangen, um mich extra zu pingen. Als ob ich das nicht sehen würde, dass der Drake da ist, ja? Und soll ich mich da jetzt hin teleportieren oder was? Ich hasse solche Leute. Ich muss extra auf den Champion gehen, um zu pingen, weil sonst sieht das nicht. Hasse ich so sehr. Wow.
heißt. Ich dachte, er ist gestorben, Leute. Also erst Rhea gegen Bart. Das wäre echt funny gewesen. Tja, jetzt haben die Gegner wenigstens mal die Leute im Team, die ich immer im Team habe. Feeling like there's no tomorrow. I hate feeling like there's no tomorrow. Damn, I'm a teammate, bruh. Don't shoot at me. Jetzt hat auch nicht mal Baron gespawnt. Spawnt sogar noch ein Rift Turret, den man auch noch killen könnte. Ich glaube, den mache ich sogar. No! Voll verkackt. 58 Sekunden habe ich für den Zeit. Ja, wobei nicht ganz. Ich glaube, die spawnen schon ein bisschen früher. Und Samira pusht übelst unsere Botlane, aber das ist, glaube ich, alles vollkommen egal. Oh ne, ich glaube, ich schaffe ihn nicht. Ah, doch. Alleine hier. Sollte nicht zu greedy sein. Tja, ausgeglichenes Game, würde ich sagen. Ich glaube, die verlieren das Game fast wegen, nur wegen Botlane und Lee Sin wahrscheinlich. Weil irgendwie war der Lee Sin auch AFK oder so. Aber ich weiß es nicht, weil ich habe Oidchat deaktiviert. Würde mich jetzt aber nicht überraschen. Mist. No. Lol. Ah. Ist das ein Smurf? Was ist das für ein Name? Leute, die drei Typen, die keinen Damage machen, sind übrig geblieben für den Drake. Nice. Hat schon dreimal meine Ulti gemacht und irgendwie jedes Mal ein sehr unbefriedigendes Ergebnis. Ich weiß jetzt nicht, was bei Samira schon wieder passiert ist. Ohne Spaß, manchmal habe ich echt so Aussetzer gefühlt. Also jetzt nicht so richtig, aber ich meine halt so, ist sie gerade geflasht oder war es ihre Fähigkeit? Das weiß ich jetzt nicht. Aber das nervt mich jedes Mal. Also da hast du schon so eine geile Ultimate, die die Leute ranzieht, slowt, bei dir behält und dann auch noch Damage macht. Aber dann kommen sie immer weg. Immer kommen sie weg, die Schweine. Ich muss den Rift Herald jetzt bald benutzen. Ich glaube, ich gehe Botlane.
Weil die Gegner sind die ganze Zeit gegroupt. Ich denke nicht, dass man da. Also, wenn ich den jetzt da benutze, wo wir alle sind, holt man wahrscheinlich nicht so viel raus. Der Su trollt aber auch mittlerweile, habe ich das Gefühl. Also immer wenn ich ihn sehe, dass er reingeht, ist er halt 1 gegen 3 oder so. Weil sie alle echt einen guten Farm noch haben, muss man sagen. Also zumindest in der Hinsicht trollt keiner. Die Akali holt jetzt einen Kill nach dem anderen. Oh. Mist. Natürlich, jetzt hat sich das Team dafür entschieden, dass sie alle sterben. Aber egal, wäre jetzt eh abgelaufen, also von dem her. Unlucky. Aber ich meine, ich musste ihn ja benutzen. Aber ich glaube, er hat sogar einen Charge. Ah, er hat sogar einen Charge bekommen, also hat es sogar noch gepasst. Nice. Oh, what? Samira? Okay. Wer lebt von denen? Yasuo, Samira und Bart. Und beide pushen, okay. Junge, wieder mal so hart missplayed. Aber immerhin hatte ich ja Rudi auf Cooldown. Ich will nicht sagen, Ezreal schreibt Go End, hat aber gerade ein 1v1 gegen 2-7 Samira verloren. Oder 1-7. Okay. Ich schätze, ich kann ihm verzeihen. Das war actually nicht mit Absicht. Also ich wusste schon, was er vorhat, aber es war ein hektischer Klick. Schön hier geblieben, Fräulein. Uff.
wenn es dir sogar wehtut, diesen verzweifelten Fight von der anderen Seite aus zuzuschauen. Also von der Siegerseite. Aber ohne Spaß, also die haben schon ein geisteskrank starkes Team für die Elo. Weil in Low Elo geht es ja eigentlich einfach nur darum, dass du einen stärkeren Champion hast und ihn besser spielen kannst, eventuell noch. Selbst wenn die Gegner 5 Dragons, also 4 Dragon Souls und Ada Drake haben, selbst dann kannst du noch gewinnen, wenn du einfach besser spielst. Also, deswegen tut schon weh, mit so einem Team zu verlieren. Aber damit sind wir jetzt Silber. Endlich. Aber ich glaube, die Games werden deswegen auch nicht sehr viel besser, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht. Silber 4 promoted. Win promoted Silber 4. 11-4 stehe ich jetzt. Also 11 Siege, 4 Niederlagen. Und damage technisch fast mehr gemacht als das ganze Gegnerteam. Ich hätte den einen 1v1-Fight ging ja so nicht machen müssen. Dann hätte ich vielleicht mehr Schaden gemacht als er. Aber, jo. Bart hatte fast so viel Damage wie Lee Sin. Trash hatte mehr Damage als Lee Sin. Autsch. Damn. Naja. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.